Wir gehen rein in neue Babadeutsche Memes. Peter, was geht ab? Ach, Peter, übrigens. Nichts. Oh, gefickt. Oh mein Gott, gefickt. Die Ehre komplett geschändet, Bro. Bro, Peter, wo ist deine Ehre? Ganz da unten ist sie geflogen. Scheiße, Peter. Verdammt, Digga. Verdammt. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Wichtig! Die nachfolgenden Videos sollen keine Personen in irgendeiner Weise beleidigen oder angreifen. Alles dient lediglich der Unterhaltung. Pommes unter Palmen. Okay. Ich glaube, da habe ich mal bei Instagram geschrieben, dass ich f***en wollte. Da war ich voll besoffen, hab geschrieben, ja, scheiß drauf. Guck mal, die Sonne. Ist es Sonne oder Mond? Sonne, ne? Das Rote? Ist das die Sonne? Sonne, ne? Einfach Sonne? Ja, ein halbes Jahr. Ja, ne? Der soll einer, sagen, die Twitch-Streamer, wir werden dumm, Alter. Der guckt in die Sonne und sagt, ist das die Sonne? Natürlich ist das die Sonne. Meine Fahrlehrerin. Also das Ding ist, ja, ich verstehe, worauf dieses Video hinaus möchte. So halt, ne, glücklich, traurig, glücklich, traurig. Ich möchte noch was dazu beitragen zu diesem Video. Oh, happy day! Oh, happy day! So, wir gehen mal rein. Einen kleinen Schniedel. Woher wusstest du, dass ich Albaner bin? Der Bre wurde hops genommen. Nee, das finde ich mal uncool. Haha, lustig. Voll nicht lustig, Alter. Digga, die stehen den ganzen Tag da, versuchen ihr Geld zu verdienen. Da kommt so eine... Ich habe meine Haare geschnitten. Ich, na und? Sie, 13 Liter sind viel. Ich... Tonstille, keiner lacht, der Thomas hat einen Witz gemacht. Sich zu Transfer- bzw. Vertragsgeschichten äußern würden, dann wird es ja zugehen hier, wie es ja zugeht. Ah. Wir fangen erstmal so mit einer kleinen Einsteigerfrage an, damit wir uns so ein bisschen kennenlernen. Mhm. Habt ihr schon mal Arschloch geleckt? Nee. Was? Beide nicht? Nee. Kein Scheiß, ist wirklich nicht? Nee. Holle, das ist absolut enttäuschend. Ihr versaut meine Statistik komplett. Ich habe eine Statistik, die muss ich nachher noch ausbessern. Einfach arabische Subway-Server. Achso, man muss trotzdem drüber springen, okay. Yeah. Leute, checkt mal diese Taubenflüsterin ab. Kurr, kurr, kurr in the building. Kurr. Der Bruder hat Tinder durchgespielt. Herr Abgeordneter, ich muss Sie bitten, bevor Sie hier das Wort ergreifen, die Maske abzusetzen. Geiler Typ. Die Masken. Wenn man nachts mit seinen Kollegen zockt und auf einmal die Mutter reinkommt. Ich bin leise. Bruder, du abends darfst eigentlich gar nicht mehr zocken. Du bist am Zocken, deine Mutter kommt rein, du so. Hä? Oh Mama, du hast mich wach gemacht. Du hast mich wach gemacht, Mama. Ich bin anscheinend ein Zocken eingeschlafen. Ich geh jetzt ins Bett. Das Schlimmste ist, Bruder, wenn du dann so einen auf Schlaf machst, so einen auf... Und deine Augen so zucken. Bruder, eins, wer es kennt. Du bist dann so und du denkst dir so, Digga, meine Augen, warum zucken die so? Du denkst richtig so... Deine Augen so voll am Zucken, Alter. Und du so, bleib ruhig. Mag dir nichts anmerken lassen. Ich schlafe. Ich bin so müde. Digga, das Augenzucken ist am Schlimmsten. Das verrät einen immer. Also, Mama. Es ist wohl. Ja, jetzt bin ich gestorben. Du bist schuld. Ja, ist okay, Baby. Ja. Als ich noch zur Schule ging, meinte mal mein Lehrer zu mir, Eltern, du wirst niemals die Kurve bekommen. Der Hurensohn hatte recht, Alter.
Ja, heute sitze ich einfach in einem Graben drin. Lustig. Hallo Emre. Wie viele Cousins hast du denn? Ausländer, wenn jemand Familie beleidigt. Ruf mal Ibrahim, Enes, Hasan, Harun, Selim, Abdullah, Erkan, Furkan, Hüseyin, Bilal, Burak, Mert, Hakan, Ali, Muhammed, Sabri, Kemal, Emre, Mehmet. Du! Mensch, ey, jetzt kommt aber langsam ein Nudelauflauf durch. Bro, Real Talk, ich dachte, ach, ich war sogar noch vorbereitet. Ich dachte mir so, ja, der springt bestimmt jetzt in die Kamera. Ich dachte mir, Real Talk so, der springt bestimmt in die Kamera. Jungs, ich bin halt einfach verstreckt, was soll ich machen? Achso, du bist direkt hinter mir. Nee, bei mir ist auch nur Luft vom vielen Käse. Ja, ja, das. Ja, ja. Sorry. Steck die Finger da rein. Salam alaikum. Diesen Knopf hier? Hallo! Ey, Nene! Ja, du mit den roten Haaren! Amunakim, das ist ein Rewe-Markt! Was machst du mit dieser Lidl-Tüte hier drinne? Was für eine Verarschung, wir machen Werbung, geh mal raus! Zu breit sich auf diese... Hier einen Spitznamen? Nein, mein Name ist E-Kurz. 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 Jonas. Bei dir? Achso, Achso, Jonas sagt der E-Kurz. Da hat mal wieder der Kanalhersteller dachte sich, hey, das wäre doch ein schönes Thumbnail für YouTube. Lass mich mal kurz mein Thumbnail-Gesicht auftragen. Warte. Warte. Digga, ich kann das nicht. Oh mein Gott, ich bin so schockiert. Ekelhaft. Cobra 11 auf Wunsch bestellt. Wenn man sich keinen Bagger leisten kann. Unlustig. Der nächste Bus geht in 5 Sekunden. Oh, dumm gelaufen, Junge. Das war der letzte bis morgen früh. Die war echt voll gruselig. Also ich erinnere mich noch, wo ich in jüngeren Jahren diese Folge gesehen habe und ich fand diese Folge sehr gruselig. So alleine unten, voll tief und irgendwie so komische Monster und immer alle so. Klar, es soll lustig sein, aber es war nicht lustig. Es war so voll gruselig, so, dass alle so immer so gemacht haben. Es war voll gruselig. Ich bin noch nicht fertig. Da. Quattro baguette de... Oder auch diese Folge mit dem Hackfleisch, zerhackenden Hackfleischhacker oder so. Die war auch richtig gruselig. Wo dann dieser Teufel so war und Licht an ausgemacht hat. Das war voll gruselig, Digga. Der Hackfleischhassende Hackfleischhacker. Euch mal geraucht hat? Nee, hab Gott sei Dank nie angefangen. Und würde ich euch auch immer empfehlen. Nie anfangen am besten. Schwierig, wieder wegzukommen. Hast du es jemand versucht? Willst du auch nicht versuchen? Ja, Mann, bestimmt, ja. Also mit 40 dann? Also in 2 Jahren? Also, viele, viele böse, ganz, ganz böse Wissenschaftler da draußen, die wollen euch erzählen, wenn ihr Sport macht, dass der Körper anfängt zu schwitzen, ja, was in meinen Augen einfach nur so ein erfundener Befehl ist, schwitzen. So, das aber, liebe Freunde, ist eine absolut komplette Lüge, denn der Körper schwitzt nicht, der Körper weint. So, und warum weint der Körper? Weil das nicht gut für den ist. Und wenn der Körper weint, dann ist das ungesund und deswegen ist Sport auch ungesund. Und das bezeugt einfach immer wieder das, was ich sage, Sport ist ungesund und Sport müsste abgeschafft werden. Das ist einfach nur Geldmacherei. Das größte Problem ist, dass Übergewicht oft nicht als Problem betrachtet wird. Übermäßige Fettpolster würden nicht als Risiko wahrgenommen, weil man sich zunächst nicht krank fühle oder Schmerzen habe.
Sicher ist aber, dass die Liste der möglichen Folgekrankheiten lang ist. Diabetes. Hä, was für Bodyshaming? Ich wollte einfach nur meiner Community. Denkt ihr, das ist real? Das ist doch auch ein Joke. Das ist doch so zurück, so einer auf, yo. Falls ihr wirklich jetzt denkt, es gibt ja bestimmt hier dumme Leute, die denken so, ey, Sport ist vielleicht wirklich ungesund. Wollte ich ihnen zeigen, ist gesund. Ich troll doch einfach nur zurück. Jetzt fängt mein Chat auch schon an mit irgendwie, mit Shaming und so ein Scheiß. Das war einfach nur ein Zurück-Joke. Das war ja nicht auf ihn bezogen, sondern allgemein. Weil er meinte, man, ne, der Körper weint. Und ich bin mir sicher, dass es hier irgendeinen 12-Jährigen gibt, der es halt glaubt. Real Talk. Real Talk. Es gab safe irgendwo hier einen 10-, 11-Jährigen, der dachte so, ja, das kann schon sein. Das ist bestimmt so. Und dann wollte ich ihm einfach nur zeigen, das ist nicht so, Bruder. Also wirklich. Halt, nee. Uff. Der Lade. Ja, am Hani. Hallo. Was machen wir denn da? El Achille, am Behani! Darf ich an Ramadan das Lied von Jam und Firat hören? Für einen Muslim ist das Lied innerhalb und auch außerhalb Ramadans haram. Welches Lied ist haram? Darf ich an Ramadan das Lied von Jam und Firat hören? Also dieses Lied hier ist haram. Oh oh. Oh Leute, ich muss abschalten. Wenn du jemanden absichtlich zu Fastenbrechen leitest, liegt die Sünde auf deinem Haupt. Eigentlich ist beinahe jede Art von Musik haram. Okay, Bro, dann ist die Sünde auf meinem Haupt. Bro, Sound kommt mal runter, Digga, was ist los? Mann, Alter. Wirklich, was ist denn los, Digga? Lockdown! Shutdown! Ich schalte den Fernseher an, der Fernseher. Lockdown! Hi, ich hab eine Frage, auf jeden Fall, du siehst halt so blass aus, ne, und wollte halt mal fragen, ich hab doch diese Raymadan und so, Raymadan. Ihr habt doch dieses Raymadan. Sehen. Ramadan. Ist ja das gleiche, habe ich ja auch gesagt. Aber was ich halt fragen wollte, ihr dürft nichts essen. Gar nichts essen? Auch kein Kaugummi oder so? Krass. Aber ihr dürft bestimmt was trinken, oder? Ich glaube, in ein paar Minuten, ganz kurz, Spaß beiseite, ich glaube, in ein paar Minuten dürfen die Jungs und Mädels sowieso essen und trinken, deswegen. Ich glaube, ein paar Minuten noch, ne? Wie lange noch? Oder in 2 Minuten, ne? Ja. Wir hatten einfach keine Angst, Alter. Yalla, Baba, yalla. Mal gucken, was passiert jetzt. Bruder, er hat einfach keine Angst, nix, Bruder. Wallah, er fällt jetzt noch neben den! Ist nicht dein Ernst, Digga! Wallah, das ist nicht dein Ernst! Ey, ach, er fällt ohne Helm! Ist nicht dein Ernst, Alter! Mutig, mutig! Digga, wie? Das ist mutig! Hä, wie? Die machen nix! Bruder, wie? Die machen nix, Junge! Mich hätten die von Roller getreten, Bruder, mit Roundhouse-Kicks am Ende vor ihm, ja? Warum machen die nix? Bro, die krank. Lassen den einfach weiterfahren! Wow, ne, oder? Ich hab gar nichts gemacht! Krank. Ich höre diesen Beat und ich merke, ich vermiss dich. Deine Augen, Baby, funkeln so wie das Blitzlicht. Ich frage mich, ob wir füreinander bestimmt sind. Greif wieder zum Glas, obwohl ich weiß, da ist Gift drin. Ich höre diesen Beat und ich merke, ich vermiss dich. Deine Augen, Baby, funkeln so wie das Blitzlicht. Ich frage mich, ob wir füreinander bestimmt sind. Greif wieder zum Glas, obwohl ich weiß, da ist Gift drin.